Gibt's keine Akte zu. Toll. Aber es gibt eine Akte zu der Messerstichverletzung von Corrigan. Zu einem anderen Fall. Aber. Gut, aber dann können wir die Akte jetzt auch grün machen. Die 89462. Wollten wir dann nur die Sache? Hatten wir nur die Sache mit dem MD und jetzt habe ich noch zusätzlich eingefügt Aussage von McLean aus dieser Akte als Indiz der Schießerei mit anführen. Warte, was? Also willst du es jetzt doch da mit rein, willst du da jetzt auch mit reinkopieren? Nee, nicht kopieren, den Verweis. Und Verweis auf diese Akte, ja, die wir jetzt einstellen werden. Verweis auf die Aussage von... Stell dir mal ein. Nee. Eingestellt. Perfekt. So. Die nächste ist mein Bier. Muss ich die Aussage noch nachtragen? Nee, nachtragen. Und die brauche ich. Wollte wohl nicht befragen. Fragen lassen wir einfach. Bin, weil die haben gesagt, dass Coldwell das alles so sieht, wie es da drin steht. Nichtsdestotrotz sagt hier die Leumnung, dass es nicht darum geht, ob es eine Lüge ist oder nicht, dann wird es einfach nur noch mal härter bestraft, sondern einfach, ob es zum Verunglimpflichen in der Öffentlichkeit reicht. Und wenn die sich dagegen wehren, dann muss ein Richter da drin. Okay. Wie soll ich das jetzt schreiben? Ich habe jetzt geschrieben, Akte eingestellt bei fehlenden Hinweisen auf den Täter. So, reicht das? Ja. Ja? Täter nicht ermittelbar. Ja, genau so ist es. Danke, das fehlte mir. So, und die letzte? Ja, auch grün. Zack. So, was ist die letzte? Also die andere, über die du gerade gesprochen hast, ist die, ja genau, die üble Nachrede. Da mache ich Nötigung, jetzt Betrug. Achso, das ist unsere Akte. Okay, da sind wir die Zeugen. Wunderbar, die kannst du grün machen, ja. In der Mitte. Warte, die mache ich noch nicht ganz grün. Wobei, genau, wir könnten überlegen, ob wir da so Aussagen mitnehmen von Leuten, die das schon bezahlt haben, um nachzuweisen, dass die das auch tatsächlich durchführen. Dass es auch tatsächlich schon passiert ist und nicht nur der Versuch, weißt du? Das zum einen. Ja, ich wüsste nur nicht, wie man an die drankommt. Ich aber weiß, dass das FD anderen zum Beispiel schon mal bezahlt hat. Dann gehen wir zum FD und fragen, wer schon mal alles bezahlt hat. Okay. Und zum anderen, gestern bei meiner Befragung, da hat der gute Mensch, der mit Lady Winewood mit dabei war, müsste ich gleich nochmal in meine Notizen schauen, wer das genau war, gesagt, da habe ich ihn nämlich auch über diese 250 Dollar befragt, und hat er auch noch dazu gesagt, ja, die bieten das an oder fordern das auch. Dann machen wir genau das gleiche wie Aussage aus der anderen Akte hier mit reinnehmen. Aber lass uns das ruhig mal machen. Beim FD fragen, ob wir irgendwo Zeugen finden, die das schon bezahlt haben, tatsächlich. Damit wir dann auch nicht nur direkt gleich mit? Nicht nur den Versuch haben, sondern tatsächlich auch das nachweisen können. Genau, und da passt der Orange, weil rein theoretisch könnten wir das so anklagen, wie es da ist, aber wir wollen noch ein bisschen ermitteln. Okay, anscheinend verweht. Wurde übrigens immer noch nicht von der DTU zurückgerufen, jetzt 22.30 Uhr. Mr. Artimov! Sehen. Entweder raste ich gleich aus oder noch was. Sehen. Ich habe jetzt alles auf den Kopf gestellt, mit unseren Medizinern gesprochen. Die wurden alle behandelt vor Ort. Ja. Denen wurde die Option gestellt, ob die mit ins MD kommen können, um eine Nachbehandlung zu machen. Ja? Ja. Alle haben abgelehnt und haben gesagt, es geht ihnen gut. Es ging nicht mal um irgendwelche Schusswunden. Mhm. Also bitte, das ist ein völliger Blödsinn, was da jetzt kommt. Also sonst tauche ich vorm Gericht auf und werde das alles widersprechen, was da passiert. Okay. Also das ist Blödsinn, wenn man bei den Medizinern sagt, es ist alles in Ordnung und keine Behandlung will, ja, dann aber ist man später dann verklagt, ja, ja. da
Das ist Blödsinn, weil dann, sage ich dir, dann gehe ich jedes Mal, werde ich jede Gerichtsverhandlung torpedieren, die ich kann, wenn sowas kommt. Alles weil klar. Das ist Blödsinn, was da passiert. Das ist ja, jetzt schon zum dritten Mal, das passiert sein. Nee, das ist schon klar. Die müssen schon sagen, ich wurde angeschossen, klar. Ganz genau. Und jetzt nicht daherkommen und dann so ein Blödsinn erzählen. Alles klar. Sehen. Ich wünsche dir vielen Dank, Miss Asimov. Ciao. Miss Asimov ist ganz schön sauer. Aber auf die Bürger der Stadt, nicht auf uns. Oh. Wer will denn der Busch jetzt schon wieder? Och, Mann. Ich will was essen. Hallo? Mr. Busch, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich wäre zufällig vor Ort. Ich glaube, ich sitze fast in Ihrem Büro. Möglich, weil wir sind gerade woanders, aber Sie können, meinen ja, ich muss nicht hinkommen, ne? Es wird bis 22.30 Uhr dauern. Nee, wir sind nicht in der Verhandlung, wir sind ganz woanders. Gut, dann aber Sie meinten ja total angeschwindelt. Ja, nee, der wusste es einfach nur nicht besser. Ja, okay. Haben nämlich alle keine Ahnung, wo wir sind, Mr. Busch, das ist der Vorteil. Okay. Aber Sie meinten ja, Sie brauchen mich nicht dazu, ne? Nein, brauche ich nicht. Sie haben halt den Lotto 6er drauf mit genau dem Autotyp und genau der Farbe, was es betreffen kann. Und perfekt. Wie schon gesagt, wir wollen nur Nummer sicher gehen. Genau, dann haben Sie die Erlaubnis von mir, dass Sie da einmal auf Nummer sicher gehen können, ja? Sehr gut, dann krabbel ich jetzt an. Ja. Krabbeln Sie mal. Vielen Dank. Ich krabbel. Danke, tschüss. Ciao. Unser Auto wird jetzt angekrabbelt. Weil der möchte irgendwie gucken, ob das mit den Lackierungen noch so hinhaut, weil da hat sich irgendwie ein bisschen was an den Nummern geändert. Jetzt hat er Angst, dass er das falsche lackiert hat. Ich habe ihm zwar gesagt, ist alles gut. Ja, ja. Ist alles gut, aber er meinte, wenn wir das jetzt wieder einparken und wieder rausholen wollen, dann könnte da Probleme geben. Tja. Mr. Stone, hier kann ich Ihnen helfen. Ich grüße Sie. Ich hoffe, dass Sie mir helfen können. Ja, dann schießen Sie los. Nun, es gibt ja so ein paar Probleme mit diesem komischen Empire. Ja. Überraschend, ja? Ja, wir überraschend. Ich bin ja, ich auch tatsächlich. Ja, vielleicht kann ich Ihnen auch ein paar Sachen zuarbeiten, was auch immer. Das gibt es noch ein paar Informationen, ja. Aber ich brauche vielleicht Ihre Hilfe. Und zwar, ich bräuchte die Nummer von diesem Oberspinner. Ich habe mit dem geredet, der wollte mir die Nummer geben, aber okay, ich sagte nein. Welcher von denen ist denn der Oberspinner? Ich weiß gar nicht, dieser Lord irgendwas, kann das sein? Was nicht, wie er heißt. Da fängt es nämlich an. Ja, ja, aber ich hab die Namen. Ich muss nur kurz mal, warten Sie, ich muss hier mal kurz nachschlagen. Lord Alfred. Also, ich glaube, Lord. Wie heißt er? Lord Nelson, Earl of Richmond. Ja, okay, ja. Mr. Stone. Was halten Sie davon? Da Sie ja gerade schon gesagt haben, Sie haben da so ein bisschen was. Wir sind nämlich gerade dabei, die Akten zusammenzusammeln, um eine Anklage fertig zu machen. Ja? Ja. Kommen Sie doch einfach mal bei uns vorbei und wir tauschen uns mal ein bisschen aus. Was halten Sie davon? Okay, sind Sie da? Ja? Wir sind bei. Wo ist das? 3206 in dem Bürogebäude. Ja. Wir sollen mit Essen kommen. Okay. Etage 3. Etage 3. Und wenn Sie was zu essen mitbringen könnten, bin ich sehr dankbar. In Ordnung, das mache ich. Dankeschön, okay. Mr. Song. Bis gleich. Was war die nochmal? Die Nummer 3203? 06. 3206 und 32 Etage 3. Sonst rufen Sie nochmal an. Alles klar, ich danke Ihnen. Ja? Perfekt. Bis gleich. Ich danke Ihnen vielmals. Wiedersehen. Oh, guck mal, Mr. Song kommt auf uns zu. Ist ja toll. Würde ich sagen, gehen wir einmal nach vorne. Oder er braucht noch ein bisschen. Er wollte jetzt nämlich eine Nummer haben, weil er meinte, er hatte wohl eine Interaktion mit dem, hat gemeint, nein, ich brauche ihre Nummer nicht, ich hab die und jetzt hat er sie doch nicht. Kenn ich. Gibt auch manchmal so. Und daraufhin, ich glaube, das unterhalten wir uns einfach mal mit ihm. Oder? Das Problem ist, wir haben die Nummer nicht mal, weil der nicht mal eine Bürgerakte hat, dieser Nelson von Richmond. Keine Bürgerakte. Ne, gibt da halt noch keine Splitakten zu dem, ne? Deswegen ist er nie aufgeführt. Na gut, SPD kann doch einfach mal eine Akte anlegen. Ja. Fehlercode war tatsächlich vorhanden. Also tatsächlich, wenn wir das Auto eingeparkt hätten, wäre es danach wohl wieder. Wäre wohl irgendwie die Farbe abgeblättert oder so. Hat er behoben. Kosmos. Super nett. Der Bürgerakte, dass das Geschlecht von Frau Winewood unbekannt. Ja, wenn man nicht danach fragt. Did you just assume her gender? So gut. Wundert mich übrigens, dass Lettner mich noch nicht angerufen hat, wegen dieses Strafbefehls da gegen die beiden. Naja. Gut, aber damit haben wir die Akten durch. Aktuell To-Do nur FD befragen, richtig? Für dich oder für uns, ja. Und ich muss jetzt irgendwie noch eine halbe bis dreiviertel Stunde finden,
und meine Akte fertig machen. Okay. Goldwell. Dann DTU und Stone. Und dann irgendwann müssen wir mal auf die Leute zugehen und die befragen. Tippitoppi. Sobald der Ball bei diesen beiden Akten noch bei uns ist, meinetwegen, ja, dann knallen wir Mr. Lettner alles vor den Latz. Dann soll er leiden. So wie wir jetzt hier gelitten haben. Ich sehe es aber auch schon kommen, dass er Akteneinsicht von allen haben will. Ja, natürlich, klar. Hä? Wäre doof, wenn nicht. Können wir noch pauschal so anbieten? Wenn wir soweit durch sind, haben wir das ganze Ding da eben hin. Wir machen das einfach so. Wir tragen die Aktenzeichen zusammen. Dann hauen wir ihm die auf den Tisch und sagen, hier, bitteschön, Mr. Lettner. Ja, das ist unsere Anklage. Aber richtig. Ja, oder Strafbefehl, ne? Nö, wir wollten die doch vor Gericht sehen, oder nicht? Gerade so Sachen wie Nötigung, Hausfriedensbruch, schwere Körperverletzung können wir doch zusammenfassen. Können wir auch mit dem Strafbefehl zusammenfassen. Wenn du vor Gericht willst, Attacke. Wir wollten es doch aber groß aufziehen. Ja. Doch, unbedingt. Du kennst mich. Okay. Ich bin Freund von so großen Sachen. Doch, unbedingt. Es klingt genau wie das Gegenteil von dem, was aus deinem Mund kommt, Owen. Liv, du weißt ganz genau, dass ich nicht auf den großen Auftritt stehe bei so einem... Das von den Hacken. Aber natürlich können wir auch gerne vor Gericht damit gehen. Ja, wir sind uns sowieso beide einig, wenn wir Strafbefehl stellen, dann wird Lettner den sowieso ablehnen und wird vor Gericht gehen, richtig? Kann man sich Quatsch auch sparen. Vielleicht kann man sich auch im großen Paket außergerichtlich mit ihm einigen, ne? Ja, und dann? Und dann, wie kriegen wir das Empire dazu, dass sie den Scheiß lassen? Das ist die Frage. Ich habe die Hoffnung, wenn wir das vor Gericht machen, dass der Richter dann irgendwie noch einen richterlichen Beschluss hinterherhaut, dass sie dieses scheiß Grundstück da räumen sollen. Aber auch gewinnen. Ja. Guck dir an, was wir haben. Mindestens 3 der Akten gewinnen wir auf jeden Fall. Mr. Blackman, ich habe schon gedacht, sie haben mich vergessen. Nö, ich habe doch schon mal angerufen, aber sie werden wahrscheinlich telefonieren. Entschuldigung. Ich würde sagen, haben Sie morgen Zeit, mal bei uns ins Büro reinzukommen? Kommt auf die Uhrzeit an. Ja, gegen Abend, da weiß ich nicht. Sagen Sie was. 20 Uhr, 21 Uhr, sowas. 19 Uhr ist zu früh, ne? Ja, da wird keiner da sein von uns. Ja, dann müssen wir 20 Uhr machen. Ja? Ja, okay, dann sag ich den Kollegen Bescheid, dass auf jeden Fall jemand da an 20 Uhr. Und das ist einfach im PD, ne? Da sag ich dir einfach Bescheid, dass wir da sind. Ja, PD oben. Ja, entweder holen wir sie einfach, hab's gar kein Problem. Perfekt, vielen Dank, Mr. Blackman. Dann bis morgen, ich freu mich. Bis morgen, ciao. Ja, wirklich sehr spontan, die Jungs. Wir sollen morgen vorbeikommen. Jetzt haben wir morgen diesen Termin mit Live Invader. Müssen wir gucken, ob wir das schaffen. Das zweifle ich ganz stark. Er ist um 20.45 Uhr oder wann ist denn? 19 Uhr ist denen zu früh und ich habe keine Ahnung, 23 wäre wahrscheinlich zu spät gewesen. 22 Uhr meine ich. Hat Priorität. Scheiß auf Live Invader. Kurz gucken, ob Stone zwischendurch angerufen hat. Immer so ein bisschen schwierig. Hat ich angerufen? Oh. Doch, oder? Gut. Naja. Also, wie gesagt, mindestens 3 der Akten sind ja, haben wir gerade festgestellt, beziehungsweise uns selbst gesagt, die sind wasserdicht. Also es wird, nicht mehr weiter ermitteln. Es wird kein Freispruch für alle geben. Und damit haben wir gewonnen. So. Wenn wir dann den Antrag noch stellen, das können wir ja durchaus im Schlussplädoyer auch machen, den Antrag zu stellen, dass es da irgendwie dass die Herrschaften richterlich dort des Platzes verwiesen werden, sage ich jetzt mal. Dann suchen sie sich einen neuen Platz, aber ist auch egal. Wenn es schwerwiegend ist und diese diversen Fälle und dass das niemals aufhören wird, wenn wir die fragen, ja, werden sie in Zukunft es unterlassen, die Anwohner, die nicht dem British Empire angehören möchten, dass sie die in Ruhe lassen, werden die definitiv alle Nein sagen. Dementsprechend können wir halt da ein bisschen Druck ausüben auf den Richter auch und sagen, naja, die haben ja schon gesagt, dass sie es niemals unterlassen werden und sehen sich da weiterhin im Recht und dementsprechend müssen wir da einfach jetzt mal durchgreifen. Und dann muss er da einen Beschluss machen oder was auch immer. Muss er sich dann überlegen. Und das können wir halt nicht machen mit einem Strafbefehl.
Deswegen würde ich keinen Strafbefehl machen, Owen. Finde ich gut. Ja? Ja. Gut. Viel Spaß, Mr. Delanoa. Viel Spaß. Ah, wobei, ich glaube, es macht der Chief persönlich. Würde Delanoa nicht lassen. Vor allem, wenn wir sagen, wir beide machen das wieder. Da bin der Chief, glaube ich, die Verhandlung selber führen. Ich bin ganz ehrlich. Er ist ein bisschen geschädigt jetzt, glaube ich. Wer kommt denn jetzt eigentlich vorbei? Ich dachte, das sei die DSU. Nein, der Privatdetektiv. Ist das Dawn? Sind Sie da? Bis dahin, ich bin da, ja. Toll, warten Sie, ich komme zur Tür. Bis gleich. Ich danke Ihnen vielmals, danke. Großartig. Perfekt, kommen Sie rein. Danke vielmals. Ist das Dawn? Sie haben sich aber verändert. Schon lange her, dass wir es gesehen haben, ne? Ja, schon ein Stück her. Ich dachte so, Brad Pitt ist bedeutend älter als ich und sieht bedeutend besser aus als ich. Also könnte ich auch mal wieder was aus mir machen, ja. Schick sehen Sie aus. Kommst du mit? Danke, Sie auch. Dankeschön. Für das Büro? Ja, ist, sagen wir so, unser eigentliches Prosecution Office hat nicht mal ein Klo, deswegen mussten wir uns noch eins anbieten, um auf Toilette gehen zu können. Aber Scheiße, verraten Sie es keinem. So, das ist Mr. Callahan. Ah, guten Tag, Mr. Callahan. Das ist der Partner in diesem Fall. Wir haben uns nämlich einfach eine Taskforce gebildet für das Empire tatsächlich. Deswegen witzig, dass Sie uns anrufen. Ich habe kurz ans Telefon. Ja, klar. Und sind gerade den ganzen Tag dabei, die Akten zu sortieren, zu gucken, was wir noch brauchen. Und Akten, die schon fertig sind, um das dann im Endeffekt als Sammelklage vor Gericht zu bringen, alles. Ja, verstehe. Ja. Deswegen ist es tatsächlich gar nicht schlecht, wenn Sie uns noch Infos geben, die vielleicht für einige der Fälle relevant sind oder Namen, die wir noch nicht kennen, etc. Ja. etc. Ja, deswegen können wir uns gerne gleich mal ganz entspannt unterhalten. Ich habe schon gerade mal geschaut, es gibt zu diesem Earl von Richmond leider nicht meine Bürgerakte. Deswegen haben wir gar keine Nummer von dem. Okay. Da kann ich Ihnen leider nicht helfen, das tut mir leid. Okay, gut. Okay, gut. Gut, ist es auch nicht so wichtig. Tatsächlich war es so, dass ich bei denen war. Ja? Was sagen Sie? Hatten Sie eine Idee? Kommt mir noch, wenn Herr Lettner da ist? Mit ihm verstehe ich mich eigentlich sehr gut. Wer ist für unser Essen zuständig? Lettner, die 100%. Wie, unser Essen? Ja, Eckelkopp. Der Glöck. Aber ist Lettner nicht einer von denen? Ja, warten Sie. Mr. Lettner. Ach, die Sonne geht auf, wenn ich Ihre Stimme höre. Ich kann nicht weiterhelfen, Pause. Vielen Dank, Mr. Lettner. Ich habe mich auch gefreut, dass Sie da sind. Ich habe zwei Fragen. Erste Frage, sind Lady von Vinewood und Mr. Calvert schon auf Sie zugekommen? Wegen ein Strafbefehl jetzt. Nein, ich habe heute noch gar nicht mit denen gesprochen, Frau Seyer. Okay, passen Sie auf, damit Sie das, ich möchte auch nicht, dass die das irgendwie verpassen, weil Sie eben in den Zellen waren heute alle beide. Und natürlich Sie erreichen wollten und Sie waren nicht da. Deswegen habe ich dann natürlich ein bisschen Rechtsbeistand für die geleistet und habe Ihnen gesagt, was Sie jetzt machen können, ja? Weil ich habe den beiden einen Strafbefehl ausgestellt, das kann ich Ihnen ja schon verraten. Und habe denen aber gesagt, sie haben ja 72 Stunden Bedenkzeit und sollen dann einfach zu Ihnen kommen und dann können sie ja widersprechen im Zweifel. Ja? Ah, um was geht's denn da? Warum waren die denn in den Zellen? Ja, die wurden bei einem Hausfriedensbruch erwischt, Mr. Lettner, und bei einem Diebstahl. Oh, Gott. Ja. Lady Di. Ja. Aus. Und Mr. Calvert. Oh Gott, oh Gott. Genau. Ja, deswegen, da schweben zwei Strafbefehle, die noch nicht gezahlt sind. Ja, die sind relativ unbeschriebene Blätter. Um was geht es denn da? Um wie viel? $1,000 für Lady von Vinewood und $500 für Mr. Calvert. Die Frage wäre, wollen Sie dafür vor Gericht ziehen? Dann müssen Sie den ablehnen. Frau Zane, um Gottes Willen. Also, gehe ich recht der Annahme, dass Sie dann die Aussage verweigert haben? Absolut richtig, ja. Ja, gut. Können wir das im Nachhinein auf volle Schuldgeständnis und Kooperationswilligkeit? Der Strafbefehl ist schon raus, Mr. Lettner, es tut mir leid. Ah, ist schon raus. Die waren in der Zelle. Ja, der ist ja schon erstellt. Ja, naja, gut, das wird ja jetzt keine großen Auswirkungen haben. Also vor Gericht ziehen wegen $1,500, das muss ja nicht sein. Danke. Ich werde mir die mal, ich bin gegen 23 Uhr, bin ich im Empire zur Tagesbesprechung oder wie auch immer die das nennen. Jedenfalls muss ich mich dort melden. Und dann werde ich Sie mal darauf ansprechen, was da passiert ist, ob es da irgendwelche Gründe für unsere Seite gibt, da
tätig zu werden. Und wenn nicht, dann schicke ich einfach jemanden vorbei, der das bezahlt. Also Sie hatten schon eine schöne Geschichte für die Officer, aber mir gegenüber natürlich die Aussage verweigert. Ich gebe Ihnen einfach, ne, verraten Sie es Ihnen nicht, kurz an die Hand, das war das Haus des Officers, der selbst angefahren ist. Ja, nur so als Hinweis. Oh nein. Hm, genau. Ja gut, dann, ach Gott. Ja, hören Sie sich aber ruhig die Geschichte an von Lady Di. Ja? Ja, aber dann wissen Sie doch genauso gut wie ich, dass das nicht geht. Ja. Gut, viel Spaß damit. Und zweite Sache noch. Ich hatte noch eine zweite Sache. Tatsächlich gibt es ja noch nicht keine Bürgerakte zu Nelson Earl von Richmond. Ja? Haben Sie da vielleicht eine Nummer für mich? Geht um Aussagen für diverse andere Fälle. Oh, jetzt muss ich natürlich aus dem Kopf. 412-895, glaube ich. 412-895, ja? Ja, nageln Sie mich nicht drauf fest, aber ich glaube, das ist korrekt. Wunderbar. Vielen Dank, Mr. Lettner. Ja, nicht dafür vorsehen. Na dann, wir hören wohl voneinander, ja? Bis dann. Tüdelü. Die Nummer. 412-895. Was, 4-2? Was nochmal? 412-895. 412-895. Also, perfekt. Man soll ihn aber nicht drauf festnageln. Sagt er, das heißt, dass er... Dass er muss glaubt, es dir jetzt irgendwie warum aus dem Kopf sagen, keine Ahnung. I don't know. Aha, okay. Gut, ihr Ma'am übrigens, ihre zwei Bürger. Sie sind ein Schatz, vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön. Dankeschön, Gentlemen, gerne. Nun, es sieht so aus, dass ich bei denen war. Ich habe mit denen geredet, ja. Und wir sind gerade dran, mehr oder weniger so ein paar Dinge auch noch rauszufinden. Ich habe mich dort vorgestellt als Waffenhändler und als ein Mann, der Privatdetektiv ist, aber naja, sag mal so. Privatdetektiv vorgestellt? Weiß ich jetzt nicht. Gerne auch für die andere Seite arbeitet, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja. Mhm, verstehe. Sowas. Das ist immer leichter, weil dafür quatscht man sich nicht so leicht. Mhm. Und mir hat dann dieser Lord Nelson, wollte mir seine Nummer anbieten und ich sagte, hey, ich wäre kein Privatdetektiv, wenn ich nicht schon ihre Nummer bereits wüsste. Das war natürlich gepokert, ja. Verstehe, natürlich. So eine Sache. Und er war äußerst erstaunt darüber, hat gesagt, so gut, wenn Sie mich in den nächsten 24 Stunden anrufen, dann könnten wir ein wenig dealen miteinander. Naja, sehen Sie mal. Gern geschehen. Ja, ich danke Ihnen vielmals. Falls Sie nicht stimmen sollte, rufen Sie mich einfach an, weil Herr Lettner wollte mir ja die richtige geben. Ja, ist nicht böse gemeint von Ihnen. Ja, ich... Wissen Sie was? Ich muss das einfach rufen direkt... Sie doch, genau, rufen Sie doch einfach mal durch. Bei 895... Scheint vergeben zu sein. Wunderbar. Klingelt. Ja, schönen guten Tag. Ich sollte mich kurz bei Ihnen melden. Können Sie... Da war was. So ist es. Ja. In Ordnung. Gentlemen, man hört und sieht sich, ja? Auf Wiedersehen. Gern geschehen. Sehr gut. Wunderbar. Großartig, muss sehen. Ganz, ganz großartig. Haben Sie da jetzt einen Fuß drin? Das finde ich sehr gut. Das ist absolut. Absolut. Wir sind da richtig tief drin. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das war das letzte Puzzleteil, was mir gefehlt hat. Okay, was kann ich für Sie tun? Das ist mir einiges wert, auch in Informationen, wenn Sie was benötigen. Aktuell würden wir vielleicht mal so ein paar Namen abgleichen wollen, oder Owen? Vielleicht haben Sie da ein paar mehr Infos noch als wir. Wir haben schon einige zusammengesammelt, gerne. Aber... Gerne, können wir machen. Ich würde einfach mal vorlesen und Sie sagen, ob Sie noch mehr kennen. Ja, machen wir so. Robert McLean, der sogenannte Verteidigungsminister. David Frederick Cunningham. Ben August. Ja. Nicht so schnell, verflucht. Sorry. Ben August. Catherine Victoria, Lady von Winewood. Ja. Yeah. Christian Lettner. Ja. Yeah. Jonathan Calvert. Ja. Yeah. Alfred von Rockford. Ja. Yeah. Nelson Earl von Richmond, den haben wir ja gerade, ne? Gerade angerufen, genau. Richtig. Grayson Sandford von Morningwood, mein Gott, der Name. Bei mir heißt er Racing. Racing. Racing? Wie heißt der? Trenson? Grayson. Wie Grau und Sohn. Nee, Grayson. Mit A. Grayson. Okay. Dann gut, dass Sie es sagen. So, das sind die, die wir kennen.
Okay. Lass mich weiter schauen. Das war eine Menge schon. Mhm. McLean hatten sie bereits. Die Kings, das ist der Mann der Kingsman. Genau, wenn sie irgendwie die Funktionen dazu haben, wäre auch super. Also ja, dieser McLean ist der, das ist der Verteidigungsminister, haben Sie gesagt? Ja, der nennt sich immer selber Verteidigungsminister, ja. Verstehe, ja, das ist der Chef der Kingsmen, so nennen sie ihre Leibgarde, ja. Dann habe ich, was haben Sie auch genannt, Nelson auch, Sie haben eigentlich so ziemlich alle, muss ich sagen, alle, die Sinn machen. Ich gucke nochmal kurz weiterhin nach unten. Dann habe ich noch einen. Der ist aufgetaucht, weil wir einen Abgleich gemacht haben mit dem Nummernschild, John Anthony. John Anthony? Das ist. Das ist ein. Ja, nee. Nee, streichen Sie den mal. Okay. Nee, wir haben nur das Nummernschild von ihm. Ja, nee, streichen Sie. Kann ich Ihnen sagen. Okay. Können Sie streichen. Okay, in Ordnung. Scheiße, ich. John Anthony, ist das Anthony vom PD Anthony? Ist das Anthony? Ich wusste, ich kenne seinen Vornamen nicht. Scheiße, das ist ja. Okay, das ist Anthony. Okay, alles klar. Entschuldigung, Sie von der DTU. Alles gut. Das ist John Anthony, alles klar. Geht mir leid. Warte mal. Nein, tatsächlich sonst nicht. Ich gucke hier nochmal auf der Seite. Gut, haben Sie noch ein paar Zuordnungen? Also ist dieser Ben Orcus nicht auch ein Kingsman, nur in Anführungszeichen zum Beispiel? Ja. Das ist einer der Leibgarde auf jeden Fall. Die anderen sind alle miteinander verwandt, ja? Also diese, die sich Lady selber Lady Di nennt. Lady Di nennt sie sich, ja, ich weiß, ja. Ja. Sie ist die Cousine von diesem Lord Nelson. Und der wiederum ist der Bruder von dem anderen Richmond von der Tankstelle, genau. Ganz genau so ist es. Frag mich, warum einer eine Tankstelle hat und der andere dort irgendwelche Gebiete für sich einnimmt. Das ist irgendwie merkwürdig. Genau, und dieser Lettner ist ja im Endeffekt ein Leibeigener von, ich glaube, Nelson sogar, ne? Der Lettner ist halt derjenige, der die dann irgendwie rechtstechnisch vertritt, ja. Genau. Aber erklären Sie mir das mal, der hat eine eigene Kanzlei wohl. Ja. Okay. Der hat eine eigene Kanzlei, aber ich bin der Meinung, er ist der einzige Mitarbeiter. Also Anwalt. Okay, ich verstehe. So aber hat halt dann eine Hotline und so, ne? Ja. Dann habe ich hier noch. Ach nee, er hat noch einen Mitarbeiter, stimmt. Einen hat er noch, aber der gehört auch zum Empire. Dann okay. Tatsächlich, also ich muss jetzt sagen, ich habe andere Informationen. Also die Informationen, die für Sie tatsächlich sinnvoll sind. Ich weiß nicht, was jetzt was da jetzt im Raum steht. Ja. Aber da gibt es einige Sachen noch, die da noch im Hintergrund laufen. Sind wir aber auch mit der DTU dran. Und bis wir dann wirklich alles schwarz auf weiß haben und diese Liste halt wirklich vollendet ist, werden bestimmt noch ein, zwei Tage ins Land gehen, auf jeden Fall. Ja. Okay, also, Mr. Stone, wenn Sie da schon mit der DTU zusammenarbeiten an der Sache. Ja. Dann wollen wir das auch einfach ganz einheitlich haben. Wir treffen uns nämlich morgen mit der DTU, um das ebenfalls zu besprechen. Wollen wir uns leider nicht alle zusammen besprechen? Das wär gut, ja. Aber lassen Sie, bitte reden Sie zuvor auch mit der DTU. Ja, wir haben morgen ein Treffen mit der DTU. Okay. Achso, Sie meinen, ich soll fragen, ob Sie mitkommen sollen. Ganz genau so ist es. Das ist die Frage. Kann ich doch mal abklären. Aber ansonsten morgen 20 Uhr. Okay. MPD. Wo ist das MPD? Ist das angesetzt? Genau. Okay, in Ordnung. Ja, klären Sie das auf jeden Fall vorher nochmal ab. Ich habe Sanders noch nicht erreicht, um ehrlich zu sein. Anthony wird wahrscheinlich gerade noch unterwegs sein. Jetzt, wo ich auch sein Nummernschild kenne. Also mich angerufen hat der Herr Blackman. Er ist wahrscheinlich noch da. Ach, Blackman. Okay. Ist der Einzige, der ist wahrscheinlich sein Auftrag. Mit Blackman habe ich gar keinen Kontakt. Keine Ahnung, also der hat mich da auf jeden Fall angerufen dazu. Meine Güte. Okay, dann ist das Blackmans Ding. Okay, ich hatte nämlich direkt von der Chief und dem Assistant Chief den Auftrag bekommen, dass ich mich wegen dem British Empire umhören soll. Ich werde Blackman mal anrufen. Wissen Sie was, ich mache einen Abgleich einfach mit Blackman, der kann Ihnen das einfach vortragen. Dann wirkt das nicht komisch, ja. Okay. Es sollte doch noch irgendetwas sein, was dort irgendwie noch angebracht wird. Ich bearbeite den zu in dem Fall, ja. Gut, wunderbar. Okay. Gut, ja, das tut mir leid, dann kann ich Ihnen gar nicht so viel geben. Sie sind schon sehr, sehr gut informiert, ja. Wir haben natürlich auch schon viele Namen und so weiter gegeben. Ja. Irgendwann werden Sie uns was geben können, Mr. Stone, keine Sorge.
Ja, ich hoffe natürlich, ja. Aber heute konnten Sie mir was geben. Ich konnte zum Beispiel zwei Cheeseburger. Ich wollte gerade sagen, ja. Gut, dann sind wir doch quitt. Was soll der Scheiß? Wunderbar. In Ordnung. Ma'am, Sir. Ja. Ich denke, dann haben Sie noch ein bisschen was zu tun, ja. Dann bin ich erstmal weg. Ist das so? Vielen lieben Dank. Wo finde ich diesen Lettner überhaupt? Wo ist denn der? Wo hat denn er sein Büro? Im Empire. Im Empire selbst? Glaube ja. Okay. Haben Sie die Telefonnummer von dem Lettner? Geben Sie mir die Nummer von Lettner. Ja, oder halt über die Leitstelle, ne? Aber ich gebe Ihnen die, ich glaube, ich störe ihn nicht. Haben Sie nicht? Weißt du, das ist eine Hotline, wie so eine Leitstelle. Hotline. Jeder sagt hier irgendwas von einer Leitstelle. Ist irgendwie so drin aus Boston, sorry. Verstehe. Was war denn? Wie gesagt, haben Sie nicht von mir, ne? Haben Sie ermittelt? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. 488-038. 488-038, alles klar. Nur für den Fall der Fälle. Okay, perfekt. Hotline. So. Okay. Ma'am, Sir, einen angenehmen Abend noch, ja? Überarbeiten Sie sich nicht. Natürlich nicht. Oh, Sie bringen mich noch bis zur Tür. Sehr nett. Sie kommen... Naja, doch, Sie kommen schon raus, aber... Ich mach lieber auf, sonst müssen Sie da die Tür aus den Angeln heben und so. Richtig, Miss Zane, richtig. Ich traue Ihnen das zu. Ich bin ein kräftiger Mann, aber auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Miss Zane. Ja. Reden Sie irgendwann mit diesem ganzen Scheiß, der nicht vorbei ist, ja? Ja. Wenn der Leiter noch steht, damit Sie Bescheid wissen, ja? Alles klar, ist das so, und ich freue mich. In Ordnung. Machen Sie es gut, ich danke Ihnen. Nice. Ich mag Stone. Ich werde sogar zu diesem Candlelight-Dinner mit ihm gehen. Großartig. Sehr schön. Das finde ich sehr schön. Gut. Das heißt, wir haben einen Mann im Empire. Perfekt. So soll es sein. Oder fandst du das jetzt irgendwas davon schlecht? Ja, alles gut. Ich fand das sehr gut. Perfekt. Wir haben einen Mann im Empire. Ich kann auch den Kontakt wirklich besser vertiefen. Eben. Ich glaube, das mit dieser Nummer war perfekt. Lord Nelson war, glaube ich, sehr überrascht, dass er angerufen hat. Wollen wir mal eine Bürgerakte zu Lord Nelson erstellen, jetzt wo wir die Nummer haben. Wollen wir mal so nett sein. Oder soll man es lassen? Mach ruhig, ist alles in Ordnung. Okay. Ich mache jetzt eine halbe Stunde nichts anderes, als meine Akte da fertig machen. Okay, dann gehe ich zum FD und frage mal, ob ich Zeugen finde, ja? Dann teilen wir uns auf. Okay. Ja? So? Ich kann dir eh nicht helfen bei der Akte. Warum soll ich hier rumstehen und nix tun? 412-895, warte kurz. 412-895. Neue Akte. 412-895. Ich assume einfach sein Gender. Ich weiß natürlich nicht, wie er richtig heißt, ne? Nee, weißt du was? Ich mach das nicht. Nee, ich mach das nicht. Weil ich nicht weiß, was auf seinem Ausweis steht. Das ist Speedy Monk. So lustig, ja? Richtiger Schenkelklopfer, sagst du, ja? Ich mach doch gar nichts. Na klar. Kommst du mal da überhaupt an die Tastatur ran? Oder sitzt du da einfach nur und wirst eine halbe Stunde einfach gar nichts machen und mir dann sagen, ja, ich bin mit der Akte noch nicht fertig. Owen? Owen, ich kenne dich. Owen? Warte mal. Ja? Gott, habe ich hier viel zu tun. Owen! Ah? Wird's so sein? Du siehst sehr schick aus. Danke. Du siehst auch besser aus, wenn du die Hose hochgezogen hast. Oh Gott. Meine Güte. Und hervorragende Arbeit, meine Liebe. Ja, danke schön. Sehr schön. Wir machen das hervorragend zusammen. Ich glaube auch, dass unsere Übersicht sehr zielführend ist. Probel ruhig ein bisschen in der Nase, ist okay. Ja, spick ihn mir ruhig entgegen. Toll, danke. Klasse. Ich glaube auch, dass du besser aufstehst. Und ich mag es jetzt schon, dass ich tatsächlich anscheinend, das wird ich schwer am Arbeiten, ne? Die erste Woche meiner Zeit hier sehr genutzt habe, um die richtigen Kontakte zu knüpfen. Es spielt mir alles in die Hände. Ich bin stolz auf dich. Ja, ich gehe. Auf Wiedersehen. Wenn ich wiederkomme und die Akte nicht fertig ist, gibt's Ärger. Mach nicht zu viel.
Sehr schön. Er spielt seine Rolle hervorragend. Warte mal, welcher ging denn jetzt hier? Die andere auf der anderen Seite, ne? Hier. Ja. Gute Ermittlungsarbeit, welcher Fahrstuhl hier funktioniert. Ah, er spielt seine Rolle einfach großartig, wirklich. Gefällt mir. Victor! Bei der Polizei hat sich noch nichts ergeben. Nein, ich glaube, die machen das heute nicht mehr. Tut mir leid. Ich hätte dir definitiv Bescheid gesagt. Alles gut. Alles klar. Ja, wollte nur nochmal nachfragen, ob sich da was geändert hat über die Zeit. Nee, leider nicht. Alles klar, weißt du mit. Jo, ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir haben jetzt aber nicht mein Fahrzeug mitgenommen, oder? Nee. Sie haben mir eins dagelassen. Sehr gut. Warum? Warum? Okay, Zustand ist aber noch top. Alles gut. Es sieht ein bisschen so aus, so habe ich nicht geparkt. Als wäre da einer reingefahren. Oder das? So, wir müssen theoretisch zum DOJ zurück. Oh Gott! Brauchst du eine Tastatur? Was hatte ich? Weißt du, was ich danach mache? Wenn Owen jetzt Päuschen macht? Ich geh gleich zum Unicorn, guck, ob die noch da sind. Mach ich einfach. Ohne Owen. Okay, ich eine Feuerwehrausfahrt? Nö. Nicht. Also ich habe auch schon nette Leute getroffen. Abend. Moin. Sein, mein Name. Ich habe auch schon nette Leute getroffen. Ja? Sorry. Nee, reden Sie ruhig. Machen Sie ruhig erst ein Gespräch. Ja, also, nee, alles gut. Gut. Sein, mein Name. Ich bin Staatsanwältin. Ich hätte eine Frage an Sie. Und bitte. Zwar ist mir zu Ohren gekommen, das Empire sagt Ihnen sicherlich was, nicht wahr? Nee, mir nicht tatsächlich. Ja. Gut. Mir ist zu Ohren gekommen, also, dass ein paar vom FD schon mal diese Erlaubnisgebühr, Visum bezahlt haben für $250. Ist das richtig? Ist jetzt nicht, ist kein Tag. Ich selber nicht, ich kann es nicht sagen. Also. Es geht darum, dass ich Zeugen suche. Wahrscheinlich, weil wir. Also ich glaube, da haben sich vielleicht Leute, als wir da mal irgendwie hin sollten in die Nähe, vielleicht das angeguckt. Ich weiß aber nicht, ob die das bezahlt haben. Okay. Wenn Sie da jemanden finden, es wäre super, wenn Sie irgendwie so ein bisschen rumfragen könnten. Die sollen mich bitte unbedingt anrufen, weil ich suche Zeugen, die das schon mal bezahlt haben. Nicht nur gehört haben, dass sie das bitte bezahlen sollen, sondern das Geld auch wirklich hingelegt haben. Könnten Sie das wohl machen? Dann geht es auch zur PD. Also Sie wollen jetzt, dass wir das bei den Kollegen rumfragen, oder? Genau, ich brauche Zeugen dafür. Die sagen, ich habe das schon mal bezahlt, ja. Also dann gehen sie doch einfach zum PD, also sagen sie einfach, geben sie dem PD die Aufgabe, die sollen daran rausfahren, dann bezahlen die das immer wieder und dann haben sie auch Zeugen ohne Ende. Also soweit ich weiß, zahlt das PD auch das jedes Mal, by the way. Naja, nicht jedes Mal. Wenn die da reinfahren. Aber ich habe halt bisher zumindest gehört, dass auf jeden Fall welche vom FD das schon bezahlt haben. Und ich brauche halt Leute, die das schon mal bezahlt haben und nicht erst jetzt hinfahren und das extra für mich bezahlen. Wissen Sie, das ist ein bisschen eine, ja... Schlechte Verkettung der Ereignisse. Ich hab halt nur gehört, die bezahlen, also das PD zahlt es jetzt mal, wenn die reinfahren. Gut, ich lasse Ihnen einfach meine Nummer hören. Ich wollte gerade sagen. Genau. Machen wir es einfach kurz. Wie war der Name? Zane, mit Z-A-N-E. Z-A-N-E.
Genau. 326. 326. 138. 138. Ich zeige Ihnen natürlich auch gerne noch meinen Ausweis. So, damit Sie auch wissen, dass ich wirklich Staatsanwältin bin. Oh, ja, super. Die letzten drei Zahlen nochmal. Ja? 138. 138. Genau. Und das ging sich jetzt um, wie war das? Wer schon mal diese $250 im Empire tatsächlich bezahlt hat. Machen wir es ganz kurz. Einfach nur melden, geht nur um Zeugen. Das ist nicht, dass die irgendwas falsch gemacht haben. Ne? Also ich beschuldige die nicht, die kriegen keine auf den Hinterkopf oder so. Sondern ich brauche Zeugen für einen Fall. Okay. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Das ist nicht, dass sie sich irgendwie belasten sollen oder so, sondern es geht wirklich darum, dass die sagen sollen, jo, ich musste das schon mal bezahlen. Punkt. Okay. Ja, gut. Dann. Perfekt. Dann hätten sie mir schon mal sehr viel geholfen. Dankeschön. Kein Problem. Dann ruhige Schicht noch. Ciao. Ja, danke schön. Hey, was ist denn mit dem Typen? Oh, gehen Sie doch zu PD. Dann fahren die da hin und dann bezahlen die das. That's not how it works. Wenn man Zeugen sucht. That's not how it works. Naja. Die Dame war ja zum Glück sehr nett. Ich glaube, die fragt wirklich. Schreibt's auf schwarze Brett im Zweifel, Leute. Schreibt's doch einfach auf schwarze Brett. Und dann fahre ich, wenn er das jetzt gesagt hat, tatsächlich zum PD. Weil kann ich auch morgen machen, ne? Ich fahre jetzt zum Unicorn. Ich bin ja eh fast da. Ist ja auch Ermittlungsarbeit. Ja? Kontakte knüpfen, Bürgernähe. Deswegen darf ich auch mit dem Dienstwagen hinfahren. Frage ich vielleicht nicht hinten auf dem Parkplatz, sondern irgendwo hier. So, jetzt gehen wir da 5 Minuten rein, damit wir auch unser Soll erfüllt haben. Ava gegenüber und Mario gegenüber. Und dann müssen wir auch schnell zurück zu Owen, weil so langsam geht's dann ja auch Richtung Bett, ne? Hallo! Bonjour. Ja, peace! Also sie stehen hier so, als wären sie Türsteher, aber ich bin mir relativ sicher, Miss Delacruz, dass sie Anwältin sind. Assistentin bin ich, ja, aber tatsächlich helfe ich heute ein bisschen aus. Ah, verstehe, Sie haben zwei Jobs. Okay, in Ordnung. Ist er noch geöffnet? Oui. Ja, ist noch geöffnet. Also, gibt's Eintritt oder so? Wollte ich nur einmal fragen, was ich nicht glaube, aber das Wort, du Schafe oder spitze Gegenstände. Wo denn? Theoretisch vielleicht ein Essstäbchen in den Haaren, aber das glaube ich dir nicht. Du kannst uns kurz durchgucken, wenn du möchtest. Kannst du durchwuscheln? No, ich lasse dich ja durch. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Ciao. Ja, dann schönen Abend, Mann. Ich muss gleich wieder den DJ muten wahrscheinlich. Eva tanzt ja gar nicht. Hallo. Ja, der DJ hat einen guten Satz. Grüße. Ich glaube, die machen gerade zu. Wirklich schade. Und Ava ist schon weg. Steh ich im Weg? Wird er jetzt mit hingestellt? Kurz sah es aus, als würde sie das Foto machen, aber ich glaube, Mr. Romano wollte jetzt ein Foto von denen machen, oder? Richtig? Oh Gott. Oh Gott. Setz mir einfach zu der Dame hier. Das passt schon. Ja? Oh nein! Nein, psch! Nein, psch! Psch! Da ist ja noch ein DJ. Wo ist er denn? Ach scheiße, sind hier viele Leute online. Ich scrolle immer noch. Da ist er. Oh Gott, Leute. 21 Uhr. Es sind noch 300 Leute online. Geht ins Bett. So, also ich war da, Ava. Halt nur ein bisschen später. Ah. Oh, Kurzbäuschen. Oh. Einmal Beine lang machen. Bisschen was essen, bisschen was trinken. Oh.
bitte. Wir wollten uns gerne unser Essen abholen hier heute. Richtig. Oh, war ja. Da bin ich ja wieder Kostüm, genau richtig. Essen. Ich hab aber auch ein Glück. Oh mein Gott. Die Devils. Ich geh kaputt. Wir kriegen hier gratis Essen. Ich hab aber auch ein Glück. Auf den Nacken von dem Audi. Also siehst du, dass wir unser Essen kriegen. Wir verhalten uns erstmal ganz unauffällig. Geh mal bitte raus mit Brasi, schnell. Ja, also wie gesagt, wir hätten gerne unser Essen jetzt. Nötigung, wenn er gleich noch irgendwas rausholt. Ach, tut ihr. Immerhin separiert. Die letzten Tage habe ich hier gut gespeist, eigentlich. Deswegen auf gutes Zubon, ne? Dann gehen wir hier in separiert, wa? Ich habe immer mein Messer. Ich will ja doch mein Gratisessen zusammenschneiden. Guck mal, da fiel schon mal das erste. Ja, schafft einen Scheiß drauf. Dann will ich jetzt ein bisschen Geld haben. Und zwar von allen Leuten, die hier stehen. Gib mir die Hälfte von dem, was ihr habt. So, okay, cool. Ja, sehr gut. Lady, Hände hoch. Pelzmann da gleich dazu. Leute, wir fangen bei Ihnen an, genau. Wunderbar. Gehen Sie alle nicht die Hände Telefon hoch. Gehen Sie nicht an Ihre Waffen dran, an gar nichts. Dann passiert hier auch gar nichts. Sollen wir mal gerade die Handys abnehmen kurz für den Moment? Oh, Lady, ich wäre ungern schön, aber kommen Sie mal mit nach vorne. Ich hab den Haufen Geld bezahlt hierfür. So eine EMP-Granate für nächstes Mal. Ist so, ne? Ja, ist ja gut. Boah, ne? Ja, ist ja gut. Du meinst von dem Merchandise? Ja, Leute, pass auf, wir machen das folgendermaßen, Leute. Rückt eure Waffen raus und eure... Ja, und eure geben Sie mir mal die Handy her, dankeschön. Werden wir euch auch nicht durchsuchen. Hast du das Handy von der Lady genommen? Dann, das machen wir nicht. Nee, wir mein Handy wurde noch nicht abgenommen. Worden, ne? Ja, dann bin ich ja nicht rein. Ja, warten Sie. Guni, dann bleibt also wirklich aggressiv. Ja, Sir, Verzeihung, Sir, ja. Was hast du gerade gesagt? So, und Handy auch, genau. Hast du Verzeihung gesagt gerade, oder was? Wer ich? Würden Sie bitte nicht auf mich zielen, Mr. Ulrich. Ich hab mich nicht entschuldigt. Dann ducken Sie sich. Ach, sehen Sie das? Ja, ich bin's. Hallo. Ach, schön, dass Sie hier sind. Ja, für mich auch. Ja, sehr gut. Und mach das nie wieder. Sag nie wieder Verzeihung. Hast du verstanden? Ja, okay, Sir. Hast du mich verstanden? Ja, Sir. So. Entschuldigen Sie, das war meine Schuld. Ich war einfach zu bezaubernd, Herr Ulrich. Okay. Tut mir leid. Okay, alles klar. Ich bin ein bisschen nervös, wie ihr gerade merkt, Mann. Ihr Motherfucker. Warum sind die Hände noch nicht oben? Die Hände müssen nicht nur oben sein, wenn sie ihre Sachen rausrücken. Ach so, okay. So, Harry? Ja, warum ziehst du mit der Knarre auf mich? Weiß ich nicht. Ist ein Drang, den ich habe. Ein bisschen nervös. Ich mag dich nicht. Ich mag dich auch nicht. Ich zieh trotzdem. Ja, geh doch mal einmal also, hier ich liebe euch. Also, wenn ich die wäre, würde ich mich immer ducken und nicht auf die aufziehen, ne? Wenn die, also, ganz ehrlich ist. Geh doch mal rum und kassieren. So, Sie haben mein Geld noch nicht bekommen. Quasi kann man die Mütze nehmen, ne? Die Hälfte, ja. Reinschmeißen. Ja. Freu mich sehr. Nicht passieren. Also, wer bitte von Ihnen führt eine Knarre? Du hast keine Mütze. Und, einmal bitte meine Mütze spielen. Wer von Ihnen führt eine Knarre? So, Ruhe! Wem gehört der Laden hier? Ich nehme alles zwischen 10 und 10 Millionen Dollar. Okay, wem gehört der Laden hier, habe ich gefragt. Ja, hast du mir nicht zugehört. Ich will die Nummer von den Stripper da hinten haben. Ich will den unbedingt mal daten, hast du verstanden? Ich will die Hälfte von deinem Bargeld. Lady? Ja, aber dann ist die ganze Tänze. Hä, die habe ich doch schon. Sechs mal die drei. Ist der Ulrich, ansonsten Einladung steht da noch aus, ne? Ich kann auch für sie strippen, wenn sie wollen. Das ist wo ich gesagt habe, kein Problem. Gutes Angebot. Dankeschön. Die Hälfte von ihrem Bargeld. Einmal bitte. Genau, haben Sie schon abgedrückt, Lady? Ich hab gerade an den Herrn mit den roten Haaren abgedrückt. Wunderbar, ich frag mal ganz kurz. Ey, hast du gerade die Bullen gerufen? Ne? Hast du die Bullen gerufen? Will hier jemand noch was spenden? Na, die Bullen draußen? Habt ihr die Bullen gerufen? Ja, ich hatte keine freiwilligen Spenden. Okay. Und du, hast du die Bullen gerufen? Hä? Ist denn das Snitch? Ja, okay. Hast du die Bullen gerufen? Gott sei Dank, du bist auch viel zu schön dafür. Da draußen sind ganz schön viele Cops. Wow, du bist verdammt hübsch, Mann. Wer bist du? Du bist wirklich hübsch, Mann. Gibt es hier einen Hinterausgang? Wenn ja, ja. Boah, jetzt. Hinterausgang jetzt. Ey, gib dem Mann das Geld zurück, Mann. Ja, guck ich mal. Die gehört, gib dem Mann das Geld zurück, der ist hübsch. Okay. So, also, die Party kann dann morgen stattfinden. Oh, Hochzeit. Wir sind da. Waffe ist weg. Natürlich. Scheiße, ich wollte gerade die Story machen. Wollt ihr uns einmal sagen, was ich gehöre jetzt los? Wir machen hier gerade einfach ein freundschaftliches Gespräch, nicht wahr? Komm, du Mann, ich hab dich gerade, du bist hübsch. Sei bei mir. Du bist hübsch. Mhm. Wir machen hier, wir unterhalten uns hier, nicht wahr? Ich meine, wenn sie jetzt nein sagen, kommen wir morgen wieder und übermorgen auch und nächste Woche auch.
Officer, ich glaube, wir können es kurz machen. Wenn Sie die Herren von den Devils, sie wollten eh gerade gehen, einfach rausgehen lassen, genau. Ne, dann haben wir es soweit. Die Herren von den Devils wollten gehen. Na, dann begleiten wir sie raus. Richtig. Dann tanzen wir hier nicht, dann halt nicht. Und Abgang. Oh. Ja, warten Sie, ich gehe auf den Weg für Sie. Viel zu wenig. Aus dem Weg, richtig. Oh ja. Schön sieht das aus. Schöne Performance. Ehrlich. Der Stripper hat mich angefasst. Gut. Hallo Officer, schön, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank. Natürlich. Ich glaube, wir können es relativ kurz machen. Die Devils kamen gerade in voller Mannstärke hier rein. Draußen, fangen Sie. So, also Mario, Sie kenne ich schon. Wer könnte noch alles als Zeuge dienen? Die Herren und Damen von Light Invader? Ja. Wunderbar. Ja. Miss Della Cruz, Sie auch. Wunderbar. Haben wir ja direkt die richtigen Leute hier. Ja, natürlich auch, Mann. Herrlich, toll. Gut. Machen Sie gleich einfach kurz Namen, ganz kurze Aussage bei den Officern und dann ist der Fall, glaube ich, ziemlich klar. Natürlich. Wunderbar. Scheiße. Jetzt habe ich gerade richtig viel Geld mitgenommen, ja, um deine Stripperin was zuzustecken. Was? Toll. Was? Ich musste gerade die Hälfte abdrücken. Das waren $1,500, Mario. Der Typ ist fast umgekippt, als ich ihn den Umschlag gegeben habe. Ja, fuck mal, ich habe. Mann, ich stehe noch an der Tür, ich sehe, die kommen, Mann. In dem Moment haben die schon ihre scheiß Knarren in der Foto, Mann. Naja, ach, ja, gegen die kannst du nichts machen, das sind so viele. Nicht, ich nehme das übel, da kannst du. Nee, fuck doch nichts gegen machen. Euch geht's gut, aber. Ab, ja. Ui. Ja. Genau, das Wichtigste ist, dass es allen gut geht. Dass es allen gut geht, niemandem ist was passiert. Ich bin auch gut. Ja, hallo. Es ist absolut der Traum. Alles gut, das wollte ich schon immer machen. Was ist denn hier los? Ich komme hier an, da draußen. Ja, sei froh, dass du jetzt. Du bist 5 Minuten zu spät. Zum Glück. Och man. Ja, nee, du hast den ganzen Spaß verpasst mit den Wachen und so. Ja, der hat so einen großen Party genau, hier. Mit Hände hoch und Geld her und so und Waffe wegwerfen und so. Waren die hier gerade ernsthaft? Ja, ja. Haben die gerade den Laden hier hochgenommen oder? Ja. Mit Waffe ja, und allem. Die kamen direkt von der Eingang. Wollen Sie die anwaltlich vertreten? Helfen. Nee, wir haben schon. Wir sind schon versorgt. Nee, ich meine die Herren Devils, Mario. Müssen jemand dann selbst entscheiden, ne? Ob die von mir vertreten werden möchten. Oh, Mann. Nee, wir warten nur gerade, bis die Officer wieder reinkommen für Aussagen und so. Achso. Ja, ich bin mal eben, ich gebe mal eben zum DJ. Ja. Ja, stimmt, der DJ geht's gut, ne? Also ich bin gerade angefangen gekommen und habe nur gesehen, wie sich da draußen gegenseitig mit dem Basie zusammengekloppt wurde. Also. Ja, ich mal auf die Sache, dem DJ geht's gut. Wie gesagt, gerne, wenn Sie die Zeit haben, kurz einfach bei den Officern eine Aussage machen. Dankeschön. Und, ich stehe ja sowieso nur vorne. Ich war 5 Minuten hier, war ein schöner Aufenthalt, danke. Ciao. Bis später, Miss Hain. Wir sehen uns neben. Ja, alle gut. Wir haben sich einvernehmlich verprügelt. Achso, dann sind sie ja. Einvernehmlich, wunderbar. Na ja. Gut. Solange sie nur gegenseitig verprügelt haben, ist alles gut. Ja, haben sie, wa? Die wollen sich da drin auch schon fast über den Haufen schießen gegenseitig. Ich dachte mir, die nehmen mir die Arbeit ab. Richtig, genau. Die müssen sich mal. Der hat nur eine aufgeplatzte Blitze da. Ich glaube aber, das, ne, das ist ja dann erstmal geklärt hier, oder? Ja, klar. Für die ja, eineinhalb Minuten. Frau Selby, wir wurden angegriffen. Nur bitte Bescheid wissen. Der Rüppel Audi Club. Ich habe hab gehört, nur es war Schläger. Freundschaftlich. Alles gut. Verdammte ja? Rocker. Ja, dieser Stinkerrocker. Möchte gern meine Rocker. Schulter. Ja, ja. Frau Selby, ich mag ja. Sie wirklich. Ich mag ja, Sie. Ja, Ulrich, ich hab, denk noch an die Einladung. Ja. Ja. Was haben Sie in der Stadt? Nimmt ihr die Einladung wirklich an? Rübelhaftes Verhalten ist das, ich sag's euch. Ich bin verwundert. Wieso? Auch. Da, ich dachte, Sie mögen soll ich lieber nicht kommen? Ich dachte, Sie mögen mich nicht wie meine Haarpracht. Weil ich Ihnen nicht schon wunderschön. Dankeschön. Ja. Yoshida. Bin da nicht so. Sie dürfen mir ruhig die Show stehen, das ist kein Problem. Wie heißen Sie mit Vornamen? Liv. Jetzt gibst du doch in die Show. Liv. Gerade. Liz. Ach so. Nee, Liv mit V. L-I-V. Ach, Liv. Ja. B-G. Siggi, nenn mich ruhig Liv. Ja, ist gut. Ist okay. Alles klar, dann machen wir wunderbar. So. Naja, passiert schon mal im Gedränge. Darf ich ihn zerfleischen, Siggi? Na, damit es Ihnen allen gut geht. Ja, na klar. Wen wollen Sie zerfleischen? Ah, ich hab Siggi gefragt. Siggi. Weißt du, da wollte ich nur den Wagen ein bisschen putzen, oder? Darf ich ihn zerfleischen? So was da 3 Tage nein, lang Windschiss hat. Nein. Ey, wie geht's zum Fuchs eigentlich? Gut. Wunderbar. Ganz schön großes Maul dafür, dass du auf dem Boden sitzt. Da drin warten noch ganz viele Leute, dass sie eine Aussage machen können. Ja, wir warten kurz, bis die weg sind. Nicht, dass die dann hier irgendwie noch.
Ja klar. Ja, du Stress machen wir mit der jetzt wieder rein. Du fängst gar nicht so wieder auf. Ja, wir kommen hier schon mal rein. Du fängst, hat doch nie was gefickt. So, der Kollege. Da. Also wie es gerade klingt, könnte das nochmal kurz eskalieren. Du weißt doch gar nicht, wie Ficken geschrieben wird. V. Ich spreche nicht. Ja klar, ist doch klar. Und doppelt G. Du mehr von mir willst jetzt eine große Fresse haben? Warum stehst du denn so breit? Ja, wir streiten ja gerade, verfickt, man mischt dich nicht ein. Sie sich einmal trennen. Was für ein Fuchs. Ich glaube, ich muss mal kurz hingehen mit. Ach so, du meinst die Einzelnummer, wo du wieder gekommen bist und eine große Fresse hattest. Oh ja, das kennen wir alles schon. Was denkst du denn? Ja, natürlich ist er davon gekommen. Ah, oh, der Arme, ja. Oh. Ja, das ist ja ganz groß. Ja, da hängt dir das auf und dann kannst du auch drauf wichsen oder so. Was willst du denn jetzt? Was willst du? Du langhaariger kleiner Pisser. Leute, das war wirklich Pain. Ja, aber nur bis zur Warte Schulter mal. Und nicht so ein Wall. Die haben ja wirklich eine Prügelei mit Pain angefangen. Lol. Das ist AOD, der AOD ist ja wirklich da. Auf und schneid die ab an der Seite. Leute, das war wirklich Pain. Ich dachte gerade, hä, wieso machen die sich gegenseitig so an? Das ist ein Roller. Aber das ist ja wirklich Pain. Huch. Der AOD ist ja wirklich da. Verpiss dich von der Kara, Prospect. Was denn? Ja. Ey, und mach dein Bike mal, das ist kaputt, glaube ich. Ja, bist du wahrscheinlich mit dem Auto drüber gefahren, aber ihr fahrt ja nicht so viel mit dem Auto, oder? Oh, geil, guck mal, die hauen sich. Ja, ist ja auch gut so. Ist das ein VP oder wer ist das? Nee, das ist nur einfach ein Member. Und der hat den da gerade weggeschlagen. Schon wieder, ja. So ja. Echt arm, ne, wirklich. Du bist jetzt nicht über mein Bike gefahren, oder? So. Ja, richtig, aber Harry. Ja. Der ist ein Harry. Der Fahrer auf dem Auto gerade. Warte, warte, ich muss dir Hände aus den Taschen nehmen. Bis die Arzt, kommen Sie aus dem Weg. Guck nicht so dämlich mal. Bis die Arzt, komm. Bis die Arzt, kommen Sie aus dem Weg. Die prügeln sich noch. Was soll das mit den Bikes? Leg dich nicht mit, Gunni, ja, an. Hey, was kann ich dir erklären, Junge? Du warst doch vor ein paar Tagen oben im Norden, ne? Hast dir ein Bike kaufen wollen bei dem Jax, richtig? Das ist ein guter Freund von mir. Echt? Und du hast mir komplette Bike zerschossen. Weiß ich nicht, ja doch. Was ist das? Also halten wir fest, Guni hat gerade ihn zu Boden geschickt, nachdem er ihn zu Boden geschickt hat. Lass mich ausreden, lass mich ausreden, lass mich ausreden. Hey, ich muss mir aber gerade noch was holen, ne? Na, du fragst nach meiner Meinung? Ach, ich habe keine Meinung für so was. Den Rest haben wir nicht gesehen. Bin da recht meinungsfrei. Aber zwei schwere Körperverletzungen haben wir schon mal gesehen. Ich würde aber fast behaupten, dass keiner bei den Anzeiger starten möchte, von daher passt das schon. Hast du deswegen so viele Member, weil du so viel redest, oder wie ist das? Ja, du kriegst auch nicht viele Member. Lady? Kindergarten. Lady. Hey. Das ist auch eine Kleinigkeit für mich, eine Tablette oder so? Ist ein bisschen der hat mich gestreichelt, der kleine Typ da. Ja, wo hast du deine her? Hast du die aus dem Unicorn oder wo hast du die her? Ja, danke schön. Mein Hof hat hier nichts. Ist drin wieder Ruhe? Da drinnen ist alles supi, die sind ja alle draußen. Noch mal gleich was zu tun. Sind wir jetzt, nachdem ihr euch hier zwei, dreimal geprügelt habt, fähig dazu, die Gruppen einmal zu trennen? Oder? Das ist nicht eure Aufgabe? Ja, aber ich denke mal, ihr seid auch alle erwachsen genug. Ja, erwachsen ja, aber das hat ja nichts damit zu tun. Schön. Ihr redet immer davon, dass ihr nicht unbedingt wollt, dass sich die Cops einmischen. Oh mein Gott. Dann geben wir euch die Chance, euch selber mal zu trennen. Das wollt ihr auch nicht. Ja, wir wollten gerade fahren, ne? Ja, richtig. Ja, bisher ja. Ja, ich wollte mich nur unterhalten. Dann hat er mir eine reingeknallt. Und wenn mein Vorschlag, wenn jetzt natürlich alle ein bisschen entspannt worden sind, dass sie schon mal ins Auto steigen. Verpisst ihr euch doch. Beim nächsten Mal. Und die anderen Herrschaften bitte auch einmal auf eine andere Seite gehen. Lässt sich von mir zweimal prügeln. Gehen Sie bitte einfach zwei Schritte zurück. Drohen wir mit dem Messer. Ich verstehe das. Deswegen das ist ja quasi unser Hof. Wieso sollen wir uns verpissen? Ich möchte nur, dass Sie zwei Schritte zurückgehen, dass ich die Gruppen einmal trennen kann. Nein, die können sich mal zu verpissen. Ich wenn der gesagt, jetzt gleich noch anfängt, da drüben ist der Hof, Mann. Bist du taub? Auf die Polizei. Wenn der jetzt gleich noch anfängt, auf die Polizistin einzuprügeln, ne? Ich hab dich zweimal aufs Maul gehauen und du warst zweimal auf dem Boden. Das stimmt. Ey, der letzte war fies, das war ein Nierenhieb. Mach nicht normal, Junge. Mach ich dreimal, wenn du willst. Hör auf den Türärger noch, Mann! Echt mal, hör mal auf! Okay. Dankeschön.